Ja, und ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr Getreidefarmen. Das Schwein ist tatsächlich gerade ein bisschen passiv, kann das sein? Allgemein hieß es doch, glaube ich, auch mit dem DLC und den kommenden Patches zumindest. Ich glaube, das ist nicht DLC-abhängig. Ich glaube, die haben mit den letzten Patches auch hin und wieder mal die KI ein bisschen aufgewertet. Hm, eure Burg ist stärker, als sie aussieht. Ja, hallo, so schwach sieht jetzt auch nicht aus. Ihr seid der größte Lord! Also derzeit greift die Prinzessin wirklich ziemlich aggressiv an. Vor allem, wenn es jetzt mehrere Prinzessinnen sind, kann das dann doch schon ziemlich nervig werden. Mit der Menge an Truppen. Irgendwie habe ich... Nee, er hat sein Ausbildungslager da. Wo ist das Problem, dass er keine Truppen mehr losschickt? Werte Herr Drüff? Waffen werden benötigt, Sire. Werden wir dann wohl mal sehen. Ist auf jeden Fall seltsam. So, ich würde mal sagen, greifen wir die Prinzessin an. Jetzt haben wir lang genug gesehen, was sie kann. Jetzt geht's. Jetzt sind wir mal am Zug. Oh, wow, wow. Ja, das ist natürlich eine richtig gemeine Position, die überhaupt hat. Besser gesagt, der Spieler, der hier überhaupt ist, kann wirklich nur von dieser Einrichtung angegriffen werden. Ja gut, alles hat seine Vor- und Nachteile. Viel Grünland, aber nur eben... Ja, okay. Was heißt dann nur eben jetzt genug für fast drei Steinbrüche, wie es aussieht? Das ist schon eine gewaltige Wirtschaft, die man hier hochziehen kann in ziemlich guter Sicherheit. Ich glaube, das ist so eine Favoritenposition hier oben. Hm. Ja, da müssen wir tatsächlich da lang. Frag mich nicht, was das Schwein macht. Wo ist der Feind? So, jetzt können wir auch gleich mal mit der Spielgeschwindigkeit wieder auf normal gehen. Aber erst sobald wir da sind. Wir werden angegriffen. Wow, wow, wow. Mal kurz auf normal. Da wird jetzt gerade zurückgeschossen. Das ist natürlich gemeint, dass die Ausbildungslager da hat, weil die KI baut eben da sehr, sehr gerne Truppen hin. In dem Bereich. Ich glaube, wir brauchen... Oh, fuck. Wir brauchen Belagerungskämpfe. Oh, oh. Ja, mit gleichen Truppen haben wir dann doch ziemliche Probleme. Merke ich gerade. Achtung, Sir. Ja, Sir. Ich erwarte Befehle. Das ist die Position, die ist richtig gemein. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Bogenschützen. Während das Schwein vor sich hin sinniert. Sire, befehle ich dort. Schwertkämpfer! Heiland. Okay, ich habe die Prinzessin unterschätzt. Ich gebe es zu, ich habe die Prinzessin unterschätzt. Die Menge an Truppen, die die losschickt, ist gewaltig. Was da alles rauskommt bei der, ist ja Wahnsinn. Wir kämpfen tapfer. Auf euren Befehl. Ja, sie ist... Dann fangen wir doch mit dem Schwein an und nutzen seine Position für einen Angriff auf die Prinzessin. Machen wir so rum. Ich habe die Prinzessin unterschätzt, ich muss es ganz ehrlich zugeben. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so eine Power aufweist. Vor allem in der Verteidigung. Ja, das ist das Problem, wenn man einen Gegner hat, der viele Truppen baut. Der setzt seine Angriffsarmeen zusätzlich zur Verteidigung ein. In der Menge, wie die Truppen ausspuckt, das ist schon gewaltig. Komm, machen wir mal Streitkolbenkämpfer. Mal gucken, wie es beim Schwein aussieht, wenn wir ihn angreifen. Vielleicht reagiert er dann auch mal. Ja doch, da hat er wieder was. Es ist jetzt eine gute Frage, ob das fürs Schwein normal ist, dass der erstmal so zurückgezogen ist und dann irgendwann mit einer Riesenarmee kommt. Aber andererseits kriegt der kaum großartig Truppen dazu. Aber er spart Gold ohne Ende. Hat er irgendwas vor langfristig? Oder ist das jetzt einfach irgendwie ein KI-Bug, dass er gerade nicht weiter angreifen will? Ich meine, es kann vielerlei Gründe haben. Es kann mit der Kartenposition zusammenhängen und mit anderen Sachen. Bei Crusader 1 war das ja auch nicht anders, dass wenn irgendwie Probleme auf der Karte gab, dass die KI irgendwie handlungsunfähig wurde. Ich glaube, das ist dann was, das müssen wir im Detail dann in den
im neuen Scharmützelzug herausfinden. Deswegen kann ich auch an der Stelle noch gar nicht sagen, ob sich's lohnt, den DLC zu holen, für euch alle, oder nicht. Weil das wird auch ein bisschen davon abhängig gemacht, wie gut und wie lang Krieg ist furchtbar. Der Scharmützelzug ist. All das Blut und die Eingeweide, zerschmetterte Knochen und quellende Gehirnmassen, aufgeschlitzte Bäuche, verkohltes Fleisch. Oh ja, sag das bitte langsamer und nochmal. Alter, was ist denn mit der los? Ist ja gut, ist ja gut. Ja, Krieg ist schlimm, klar. Bauern werden benötigt, Sire. Ich fand die Schwertkämpfer mal zurück. Wir bräuchten mal einen Heiler. Alter Falte. Man kann ja emotional an die Sache rangehen. Uiuiuiui. Es gab auch so eine Prinzessin von Moskau, dachte ich erst, was? Aber wie gesagt, es ist wirklich Prinzessin von und dann ganz viele verschiedene Fürstentüme. Es waren Fürstentüme. Das ist mir am Anfang einfach nicht eingefallen. Könnte doch länger dauern als zuerst eingeplant, die Runde, aber wird schon hinhauen. Ich mache das wirklich, wie gesagt, in einer Folge, auch wenn sie länger wird. Also es ist einfach, dass ihr hier so mal einen kurzen Einblick habt. Also es ist wirklich ein kurzer Einblick in das, was neu ist. Alles kann ich nicht zeigen, so in einem Video. Dafür machen wir dann extra den neuen Scharmützelzug, den es hier gibt. Den werde ich auch demnächst anfangen. Für die Leute, die noch unentschlossen sind, ob ihnen der DLC gefällt oder nicht. Und was den DLC angeht, er kostet 5 Euro normal. Und im Angebot ist er derzeit, glaube ich, für 3,49 oder so gewesen. Also er war auf jeden Fall am Anfang reduziert zu haben. Und ich muss sagen, im Zeitalter der Abzug-DLCs finde ich das verhältnismäßig sehr, sehr fair. Weil der Umfang geht in Ordnung. 2 neue KI-Lords, ein ganz neuer Scharmützelzug mit 7 Missionen, waren es, glaube ich. Dann noch ein paar neue Karten und noch weitere Veränderungen in zwei Wochen mit so kleinen Inhaltsupdates. Das geht vollkommen in Ordnung in der Zeit. Also, was ich schon an DLCs gesehen habe, die um einiges weniger geboten haben und einfach mal 15 oder 20 Euro kosten, finde ich das mehr als nur fair. Also, was Preis, Leistung, Preis, Inhalt angeht, auf den ersten Blick muss ich sagen, geht komplett in Ordnung. Und ja, wie das alles gemacht ist, wie gesagt, eine reine Empfehlung oder sowas kann ich erst geben, sobald ich es komplett gespielt habe. Und ganz ehrlich, sobald ich es komplett gespielt habe, habt ihr es auch so weit gesehen, dass ihr euch auch ein eigenes Urteil fällen könnt. Bauern werden benötigt, Sire. Aber ich werde es trotzdem mal so sagen, was ich davon halte, sobald wir dann die neuen Scharmützelzüge gemacht haben. Bisher muss ich sagen, die Prinzessin hat mich jetzt noch ein bisschen überrascht. Zuerst dachte ich mir, halbstarker Charakter, jetzt nicht sehr viel mehr als Richard Löwenherz zu bieten, aber puh. Gut, es kommt natürlich auf die Angriffstruppen an, aber die kann... Guckt euch alleine die Truppenmassen an, die die hat. Also Truppen in dieser Masse habe ich bis jetzt noch bei keinem Kailor so richtig gesehen. Gut, Saladin macht auch sehr viel. Aber die sammelt echt... Ganz ehrlich, wenn ihr mich fragen würdet, ich würde sagen, das ist die neue Schlange. Das ist irgendwie die Prinzessin sehr vergleichbar mit der Schlange. Mal von den Schwertkämpfern abgesehen, sehr vergleichbar mit der Schlange. Mischt europäische und arabische Einheiten, kommt auch mit sehr, sehr großen Massen an. Irgendwie ist die Prinzessin so ein bisschen die neue Schlange. Sehr vergleichbar. Und das Schwein ist einfach klassisch das Schwein, aber irgendwie greift er nicht an. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Jetzt länger warten... Macht da auch keine Veränderung, wie es aussieht. Wir gehen mal die weiter Truppen auf Angriff. Der Prinzessin greifen an. Prinzessin kommt wieder. Ja, ohne die Schwertkämpfer wäre es wirklich eine 1:1 fast eine Schlangenkopie. Mit den Schwertkämpfern ist sogar ein bisschen gefährlichere. Ich werde aus euren Knochen Suppe kochen. Ah, okay, es erklärt so einiges. Das ist, naja, gut. Macht ja auch Sinn, storytechnisch. Das ist klar, der Sohn vom Schwein. War das nicht so, dass... Ja, ich glaube, es war so storytechnisch, dass das Schwein doch 2 Söhne hat, oder? Ja, es gab 2 Söhne vom Schwein. Und die Ratte hat ja 3 Söhne gehabt.
Immer diese Sachen mit den Nachkommen. Das einzige Original ist noch der Wolf. Das ist noch das Original von damals. Wollte ich nicht noch Heiler bauen? Ich wollte noch Heiler bauen. Aber das Schwein hat gerade wieder gesagt, es will uns angreifen. Habt ihr es gehört? Ihr habt das gar nicht so richtig realisiert gehabt. Aber irgendwie kam auch nicht sehr viel. Was der an Gold hat. Guckt euch das mal an. 16.000. Aber an Truppen kriegt er kaum was zusammen. Aber jetzt kommt er mal wieder. Eine Nachricht der Prinzessin. Es braucht Kraft und Mut, um eine Frau im Krieg zu sein. Und mir fehlt es nicht daran. Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! Ich dachte, es kommt sowas, aber mir fehlt es leider. Na dann ist blöd. Ganz ehrlich, das... Am liebsten will ich ja noch ein bisschen defensiv verharren. Weil da das Schwein jetzt wieder was gesagt hat... ich will dem Schwein dann doch nochmal eine Chance geben. Weil die Prinzessin hat mich jetzt überzeugt. Die Prinzessin hat sich jetzt bewiesen, dass er dann doch ziemlich nervig und gefährlich sein kann. Vor allem in der Defensive. Von daher greife ich jetzt doch mal die werte Prinzessin an. Und die einfach mal jetzt... Wisst ihr was? Wir machen jetzt eine Mega-Horde Schwertkämpfe. Kack auf die Landsknechte. Vielleicht noch Bogenschützen dazu, aber hauptsächlich Riesenhorde Schwertkämpfer. Und rennen einfach durch. Danach möchte ich mal sehen, was das Schwein so macht. Vielleicht verhält es sich anders, wenn die Prinzessin weg ist. Vielleicht kann er nicht so... Wer weiß, vielleicht ist er einer von diesen Kerlen, die nicht so richtig spielen können, wenn eine Frau neben ihm ist. So als Verbündete. Waffen werden benötigt, Sire. Ich weiß auch gar nicht, ob's... Das wird sich zeigen in den Scharmützelzügen. Ich weiß nicht, ob man hier mal... auch mit Verbündeten mit den beiden spielt. Entweder mit beiden oder einem von den beiden. Wenn wir es in den Scharmützelzügen nicht haben, dass wir mal mit denen verbündet sind, dann mache ich nochmal ein weiteres Special, in dem wir zusammen mit den beiden kämpfen. Um mal zu wissen, wie die sich so als Verbündete anstellen. Und was die so für Sprüche haben. Gehört ja auch mit dazu. Ja, man darf nicht vergessen, dass Landsknechte allein durch den Speer, den sie werfen können, auch nicht ungefährlich sind. Auf jeden Fall gefährlicher als die Lanzenträger in Teil 1. Wenn die Prinzessin jetzt noch Armbrustschützen bauen würde, so einer fehlt auch irgendwie noch. Jawohl, ja, eigentlich dieses mit Massenangriffe und dazu Armbrustschützen wäre eigentlich eine Rolle, die das Schwein einnehmen könnte. Macht aber irgendwie gerade nicht. Die Schwertkämpfer werden gerade noch geheilt, wunderbar. Mal rein. Dann bringen wir die Sache dann doch mal zu Ende. Wow, diese beklemmende Stille. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Mal gucken, ob das Schwein danach noch was macht. Würde mich dann doch glatt mal interessieren. So, jetzt haben wir dann bald, glaube ich, genug Schwertkämpfer, oder? Ja, das sind dann gut 100. Also wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber schon krass, dass man einfach so viel braucht für die. Ja, guckt euch mal, das ist Wahnsinn. Die Menge an Truppen, die losschickt. Was die allein noch auf an Reserve dastehen hat, ständig. Obwohl, das Schwein hat auch einiges dastehen. Und vor allem halt Armbrustschützen, das darf man nicht vergessen. Aber er greift halt gerade kaum an. Wird sich zeigen, ob das so gedacht ist oder nicht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Weil normalerweise müsste der öfters angreifen. Vor allem, der hat uns als erstes angegriffen. Der hat schnelle Nadelstichangriffe gemacht. Dass der jetzt nicht mehr kommt, weil er sich sammeln will, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Ich glaube, da ist irgendwo ein Fehler drin. Schwertkämpfer vorwärts! Die Truppen der Prinzessin greifen an. Mal wieder. Oh, Truppenlimit? Truppenlimit erreicht, okay. Okay, dann schicken wir nur ein paar Bogenschützen dazu. Hauptsächlich gucken wir jetzt dann mal. Wir warten den Angriff noch ab. Obwohl, wenn wir so oben langlaufen, geht das auch so. Dann müssen wir über das Schwein laufen. Da
doch ganz ehrlich, wir haben genug Schwertkämpfer, um einfach durchzulaufen. Ups. Mist. Das sind ja meine. Okay, kommt mal rüber. Am besten Belagerungscamp. Na kommt, dürfte eigentlich gehen, dass wir hier eins hinmachen und ein paar Sachen bauen. Dann brauche ich nämlich dann doch ein paar Schutzwände, um die dann noch ein bisschen auf dem Weg zu schützen. Gold, um diese Ausrüstung zu bauen. Weil die setzt da auch ein. Ja, das ist nur fair. Fangt an zu beten, Ritter. Da steht Herr Ritter. Wenn dann bitte. Gebt uns etwas zu ich könnte auch Frau Ritter sein. Euer Gnaden. Baumeister zu Dienst. Bewegen uns. Da kommen wieder Schwertkämpfer an. Ganz klasse. Bewege Schutzwand. Wir gehen mal runter auf schnell. Reicht erstmal. Sobald wir nah genug dran sind, mache ich wieder auf Normalgeschwindigkeit. Schlagt sie nieder. Bewege Schutzwand. So, dann hätte ich gerne noch ein paar Katapulte. Eine Nachricht der Prinzessin. Dies sind harte Zeiten für diese Dame, my lord. Ja! Ist so eine Frau neben ihr. Also ich meinte natürlich diese Dame da drin. Sire, befehle ich uns. Neue Befehle, Sire? Harte Zeiten für die Dame. Frag mich, wie die drauf kommt. Vernichtet sie! Das ist eine große Armee, die ihr da vor meinem Tor stehen habt, mein Lord. Ich hoffe, sie weiß, wie man kämpft. Willst du damit sagen, Größe allein ist nicht alles, oder was? Na. Na kommt. Aber wo sie recht hat, hat sie recht. Man kann noch so eine große Armee haben, wenn man damit mitten in den Pechgraben reinläuft, sieht das ein bisschen blöde aus. So. Eine Nachricht der Prinzessin. Hey, lasst meine Burg in Ruhe. Die hat dir ja gar nichts getan. Oh, wird das Schwein wieder aktive? Lass doch meine arme Burg in Ruhe. Werdet ihr uns brauchen? Ach, Prinzessin. Meine Burg hat doch auch Gefühle. Dann gucken wir mal vorbei. Auf ein Tätzchen Tee. Und ein Schwert. Männer an die Waffen! Wo ist denn überhaupt? Prinzesschen? Prinzesschen? Irgendwie sehe ich die verlorene Schwertkämpfer gerade. Ach, da! Da ist sie! Ich glaube, das war's mit Madame. Eine Nachricht der Prinzessin. Ihr gewinnt, my lord. Gut gekämpft. Ihr benötigt ein Ochsen. Ja, okay. Sie ist sportlich am Ende. Gut gekämpft. Lass mich dir die Hand geben. Auch ich nehme sie mir einfach. Schlingt's. Gut, ich meine, gut, wir haben sie umgebracht. Aber hey, sie ist sportlich am Ende. Sie sagt, hey, gut gekämpft und beleidigt uns nicht irgendwie und spuckt nochmal aus dem Grab raus in mein Gesicht rein oder so. Nicht, dass ich sowas schon mal erlebt hätte. Ich glaube, das Schwein ist da ein bisschen böse. Nee, wie wir das Schwein kennen, wird er wahrscheinlich einfach nur rumbetteln und rumflennen und flehen. Da ist eher was dran. Also vom reinen Charakter her, vor allem das Schwein von Stronghold 1 halt, ist wirklich so einer, immer richtig schön groß das Maul aufreißen, aber sobald es irgendwie selbst auf den Sack gibt, total in den Schwanz einziehen und rumwinseln. Ihr seid der zweitgrößte. Mal gucken, ob der auch so ist. Jetzt greifen wir mal an. Schwein hat ja seine Chance. Irgendwie. Mal gucken. Eventuell ist er in den Scharmützelzügen gefährlicher. Aber derzeit. Am Anfang war ich felsenfest davon überzeugt, der Schwein ist stärker als die Prinzessin. Nach dem, was ich jetzt von der Prinzessin gesehen habe, muss ich sagen, sie hat mich mehr überzeugt als das Schwein bisher. Aber wie gesagt, das Schwein hat mehr Potenzial. Rein theoretisch hat das Schwein viel mehr Potenzial, gefährlich zu sein als die Prinzessin. Es muss eben auch genutzt werden. Wird sich wohl zeigen. Sollen wir jemanden schlagen?
Gut, dann greifen wir mal an. Schwein nutzt auch Katapulte. Das heißt, die setze ich auch ein. Ausbildungslager. Reichen die Streitkampfkämpfe überhaupt? Das ist eine gute Frage. Das könnte knapp werden mit der Armee, weil der Schwein hat ähnlich viele Truppen und die hat er ja alle in der Defensive. Darf man auch nicht vergessen. Okay. Mehr Streitkampfkämpfe auf jeden Fall. Was? Schreckliche kleine Rübe? Okay. Oh oh. Gewitter hier könnte wehtun. Gut, die Ritter sind jetzt eh egal. Die möchte ich ja nicht einsetzen im Angriff. Wir hoffen, dass hier nichts von meinen Truppen jetzt einfach mal verschwindet durch einen Blitzschlag. Was machen hier eigentlich die zwei Landsknechte? Ja gut, ich würde mal sagen, ja, jetzt kommt er dann doch wieder ein bisschen. Aber mit richtigen Angriffsarmeen kommt er nicht. Das würde ich höchstens als kleine Störtrupps bezeichnen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass so das Angriffsskript ein bisschen aussetzt gerade. Die Truppen des Schweins greifen an. Kaum sage ich's, oder? Was ist überhaupt für ein Feuer? Was macht es? Ja, es brennt. Einfach ein Deko-Feuer, nehme ich mal an. Aber ich glaube, irgendeinen Sinn, so im Stile von King of the Hill, hat es wahrscheinlich nicht. Es hieß zwar, dass die Kartenmitte wichtig ist und viele Kämpfe sind, aber ich glaube, es ist nur wegen den Ressourcen gemeint gewesen. Stimmt. Hat ja Geräte. Kann ich ihn irgendwo... Da kann ich ihn bauen. Wir werden angegriffen. So. Truppen ran und aufschießen, bitte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 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 das tut weh, das tut weh, das tut weh. Hier, die Armbrustschützen da. Heiland, ja, das ist halt das Problem. Armbrustschützen tun weh. Tun gewaltig weh. Vorsichtig. Oh Gott, mit den Streitkämpfen schaffen wir nicht mehr viel. Wir brauchen mehr Streitkämpfe. Habe ich schon welche gesammelt, oder? Ach, die habe ich sogar schon hochgeschickt, glaube ich, oder? Bauern werden benötigt, Sire. Na, kommt. Reine Ambush. Gut, er hat einen Reichweiten-Nachteil. Eigentlich sollte man das ausspielen, indem man jetzt mit Bogenschützen kontert. Dann kriegt man ihn vielleicht auf Reichweite sogar runtergeschossen. Aber an sich... Ambush-Schützen sind gemein. Wie gesagt, das macht ihn unglaublich gefährlich, die Tatsache, dass er Armbrustschützen baut. Wie gesagt, er muss es bloß richtig ausspielen. Oh, okay, hier sehe ich echt meine... Oh Gott, jetzt sehe ich meine größere Truppe von ihm. Also er hat, wie gesagt, das Potenzial. Macht den Streitkolbenkämpfern. Wie gut er es jetzt nutzt, wird sich wahrscheinlich dann im neuen Scharmützelzug zeigen. Weil hier haben wir jetzt eigentlich lang genug gewartet. Zwei Armbrustschützen können noch ein bisschen schießen, okay. Dabei belasse ich es auch. Dann hier noch. Sollen wir jemanden schlagen? Mehr Streitkolbenkämpfe. Ihr benötigt ein Ochsenjoch, um euer Eisen ins Vorratslager zu bringen. Leute, hab ich doch. Hab ich doch. Zählt mir Sachen. Kampfbereit. Was ist denn los? Könnte reichen. Könnte reichen. Das Problem sind aber Armbrustschützen. Oh Mann. Ach, wisst ihr was? Kommt, schicken unsere restlichen Schwertkämpfer noch mit hoch für den Fall, dass es nicht reicht. Wofür haben wir die denn? Für eine kleine Einführungsrunde hat es jetzt eh lang genug gedauert, wie ich finde. Eure Hoheit. Sind bereit. Auf euren Befehl! Okay. Schieß mir noch ein bisschen die Burg kaputt auf den Weg. Ich muss sagen, das Schwein ist ein sehr offener Mensch. Fängt schon bei seiner Burg an. Eine Nachricht vom Schwein.
Runter von meiner schönen Burg. Dafür werde ich euch wie einen kleinen Köter zerquetschen. Im ersten Augenblick habe ich gelesen, ich werde eure Klöten zerquetschen. Dachte ich mir, was, du Schwein. Oh nee, verlesen. Gut, sehr gut. Passt schon. Das ist ein bisschen übertrieben. Braucht ihr etwas? So, schick mal die Streitkolbenkämpfe. Sollte es mit denen nicht reichen, haben wir noch die Schwertkämpfer da. Mit denen wird es dann spätestens funktionieren. Und Charge. Der Charge ist nicht für oben, wie es aussieht. Obwohl, sieht doch gut aus. Rüms. Aber die Armbrustschützen machen mir sehr viel zunichte. Wird es reichen, ist die Frage. Kann, muss nicht. In Crusader 1 werden wir schon... Oh nein. Jetzt hat er sich wieder irgendwo drinnen versteckt. Oh, ist das gut. Da ist er. Ne, wir brauchen jetzt tatsächlich noch die Schwertkämpfer. So wird es nichts. Waffenlage? Da. Holen wir noch ein bisschen was dazu. Ja, da hat er wieder Verstärkung geholt. Okay, in der Defensive ist er natürlich auch stark. Klar, Armbrustschützen. Das macht einen immer in der Defensive stark. Aber, ja, Angriff hat noch nicht so ganz bei ihm geklappt. Mal gucken, wie sich das noch macht bei ihm. Dann mal den Rest hoch und Adieu sagen. Da haben wir noch ein paar Armbrustschützen für den Falle. Sollen wir jemanden schlagen? Passt schon. Dann mal gucken, was der werte Herr zu seinem Abschied sagt. Ob er auch so winselt oder ob er ein bisschen aggressiver ist. Eine Nachricht von Schwein. Nein. Schwein stirbt nicht. Nein. Nein. Okay, ähnlich wie damals. Sieg. Er kann es einfach nicht realisieren. Ja, guckt euch das mal an. Der Wüstenkaktus ist ein schlechtes Kissen. Aber ein guter Freund. alleine an Truppen verloren, erkennt man, wie viel Masse die Prinzessin in den Kampf geschleudert hat. Das ist ja Wahnsinn. Sieht man irgendwo Truppen erstellt? Ich glaube nicht, oder? Nur Truppen getötet. Truppen verloren. Aber okay, ich muss sagen, jetzt so Voreinschätzung. Gut, Schwein, kann auch sein, dass jetzt gerade an der Karte was nicht gestimmt hat. Wie genau das jetzt funktioniert mit dem Schwein und ob er dann doch gefährlicher sein kann, als es jetzt scheint, werden wir dann in den neuen Scharmützelzügen sehen. In Prinzessin und das Schwein, das werden wir bei Zeit mal anfangen. Ihr werdet es mitkriegen. Und ja, ihr seht, da geht schon gleich mit dem Schwein als Kontrahenten los. Und ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Und wie gesagt, Vorab-Einschätzung, muss sagen, die neuen KIs gefallen mir, das Schwein... Endlich mal jemanden außer dem Wolf, der Armbrustschützen einsetzt und damit gefährlich werden kann. Mal schauen, wie er das Potenzial nutzt. Und die Prinzessin ist doch interessanter, als ich dachte. Am Anfang dachte ich mir, okay, nur so ein halbstarker Gegner, aber die kann doch sehr, sehr gefährlich werden. Die hat ihre eigenen Besonderheiten im KI-Skript. Vor allem diese Masse an Truppen, die einsetzt. Und ja, ich würde mal sagen, das reicht so für eine kleine Einführung, um zu zeigen, was... euch so erwartet mit dem DLC und wir sehen uns dann in den neuen Scharmützelzügen, die wir angehen. Bis dahin.